Dass wir ein reiches Land sind, das sieht man nicht nur am White Turf, sondern auch an diesen drei Schlagzeilen aus der letzten Woche. Hohe Unternehmenssteuern führen zu einem deutlichen Plus in der Rechnung 2023 des Kantons Basel-Stadt. 146 Millionen Franken Überschuss. Im Kanton Luzern sprudeln die Steuereinnahmen. Aargauer Staatsrechnung mit Plus statt Minus. Das sagt Finanzdirektor Markus Diet dazu. Haben Sie. Ja, der zweite ist übrigens der Finanzminister vom Kanton Zug. Der hat sogar 1 Milliarde Überschuss. Allerdings noch vor der Spesenabrechnung. Aber nicht nur unseren Kantonen geht es super. Heute ist die Schweiz so reich, dass jeder achte Erwachsene Dollarmillionär ist. Ja, gemäss dem durchschnittlichen Nettovermögen der Erwachsenen in der Schweiz sind wir das reichste Land der Welt. Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person bei uns ein bisschen über 600'000 Franken. Niemand sonst auf der Welt ist es so sexy, ein Durchschnittstyp zu sein. Das bringt uns zur Frage. Warum ist die Schweiz so reich? Keine Ahnung, Steuerhinterziehung und Nazigold? Weiß man nicht so genau, ob wegen oder trotzdem Nazigold. Aber tatsächlich hat unser Reichtum zu tun mit dem, wie heisst es? Man nennt das die blaue Banane. Genau, die blaue Banane. Tönt wie das beste Stück vom Vuja nach einem Abend an der Langstrasse. Ist aber etwas ganz anderes. Der Franzose Roger Brunet zeigt darin den wirtschaftlich erfolgreichen Raum auf, der sich von England über die Benelux-Länder, West- und Süddeutschland, die Schweiz bis nach Norditalien erstreckt. Spoiler Alert, es ist keine Fairtrade-Banane. Ja? Darum muss man auch ganz gut schauen, dass man die blaue Banane schützt, nicht, dass sich die umliegenden Länder noch aus Versehen mit Reichtum anstecken. Rauwala, 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 rauwala. Und fertig. Die blaue Banane sind über 1000 Jahre das Rückgrat von unserer Wirtschaftsregion und weltweit absolut einzigartig. Wir könnten also alle zusammen hier in Saus und Braus leben, wenn der Reichtum gerecht verteilt wäre. Etwa 80% der Leute haben weniger als 250'000 Franken Vermögen. Und dann ist der Anstieg doch sehr schnell und sehr steil. Zum Top 1% der Leute gehört man, wenn man als Person mehr als 2,5 Millionen Franken Vermögen hat. Ja, und auf dem Blatt sind die Reichsten noch gar nicht eingezeichnet. Für die müssen wir das A4-Blatt erweitern, und zwar sehr, sehr weit erweitern. Der gut 600 Millionen schwere Tennisprofi Roger Federer, immerhin auf die Höhe des Basler Münsters. Und die Ems-Chefin und Nationalrätin Magdalena Martulo-Blocher mit ihren ungefähr 3 Milliarden Franken auf die Höhe des Eiffelturms. Die 2019 laut Bilanz reichsten Schweizer aber, die drei Söhne des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad, würden mit ihren je gut 18 Milliarden von der Höhe des Pilatus auf das A4-Blatt mit den restlichen 99% hinunterschauen. Boah, kommt schon Höhenangst über vom Zuschauen, oder? Wobei, gell, also, das war natürlich vor Corona. Dort hätten ja dann alle den Gürtel ein bisschen enger müssen schnallen. Superreiche scheinen immun zu sein gegen die Corona-Krise. Laut der Bilanz haben die 300 Reichsten während der Pandemie rund 5 Milliarden dazu verdient und besitzen nun mit über 706 Milliarden Schweizer Franken so viel wie noch nie. Okay, spätestens jetzt, wenn wir wirklich wissen, wie zur Hölle schafft man das, so reich zu werden? Vielleicht so? Wenn ich jeden Morgen der Erste auf der Baustelle bin und der Letzte, der von der Baustelle geht, dann bin ich eines Tages reich. Da hat er eine Chance, ja. Ja. Allerdings eine recht kleine, weil 63 Milliardärinnen und Milliardären, die laut Bilanz in unserem Land leben, hat nur gerade ein Viertel sein Geld erarbeitet. 3/4 vom Reichtum in der Schweiz ist geerbt. Das Einzige, was die geschafft haben, ist nicht vor den Eltern zu sterben. Gratuliere. Also, versteht mich nicht falsch. Nichts gegen Erben. Also, wenn jemand mir sein Geld vererben will, jederzeit. Also, you dream, du. Nein. Okay, alles versucht. Auch das Vermögen der Familie Blocher ist in den letzten 10 Jahren von 2,5 auf 15 Milliarden angestiegen. Für ein rechtes Auto hat es allerdings immer noch nicht gelangt. Dabei, es wäre ja nicht so schwer. Heute ein Rappen, morgen ein Rappen, gibt eine schöne Zipfelkappe. Ja, ich muss nicht lachen. Also beim IKEA-Gründer Ingvar Kamprad hat es wunderbar funktioniert. Bei allen Jokes müssen wir natürlich auch fair sein. Superreiche helfen unserem Land auch sehr. Fast 8 Milliarden nimmt der Staat jährlich mit vermögensbezogenen Steuern ein. Also der Schweizer Staat, ja. Andere Staaten dafür ein bisschen weniger. Viele Reiche haben Firmen, die Arbeitsplätze schaffen, und sie engagieren sich oft auch wohltätig. Wie zum Beispiel die Gigi Öri.
Miterbin der Roche-Dynastie. Sie hat einen hilfsbedürftigen Fußballclub gekauft. Und zum Dank hat sie ihren feuchten Traum verwirklichen. Legendär und von einigen Roche-Erben nicht gutiert, ihr Auftritt beim Gewinn des ersten Meistertitels 2002. Spider-Woman! Gigi Öri hat ihre Wette eingelöst und badet mit der Mannschaft. Haben die anderen Roche-Erben jetzt nicht so sexy gefunden, die Bilder? Die meisten Superreichen, die sind nämlich sehr diskret unterwegs. Eine Stufe drunter zeigt man aber gern, was man hat. Wenn ihr ins Gartenzentrum in den Rolls-Royce gegangen ist das mir auch egal. Ich mach's einfach. Das heisst, ihr ist das gleiche, was andere von dir denken. Ja, hört man es in der Musik auch ein bisschen an, finde ich. Nicht gleich sein kann uns aber das da. Daten zeigen, allein die reichsten 10% der Deutschen verbrauchen extrem hohe Mengen an Treibhausgasen. 257 Millionen Tonnen in einem Jahr. Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte mit 237 Millionen Tonnen. Ja, und da sind die Lärmemissionen vom DJ Antoine noch nicht mitgerechnet. Natürlich gibt es auch verantwortungsbewusste Reiche, wie der Herr da, der interviewt wird, bevor er in den Privatjet steigt. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Und ich bin auch mit dem Fahrrad jetzt zum Flugplatz gefahren. Ja gut, Moment. Also, nein. Wir müssen fair sein. Wir müssen wirklich fair sein. Auch mit so Leuten. Weil das Velo und der Privatjet sind auch die einzigen Verkehrsmittel, die in Deutschland noch funktionieren, oder? Und die ganz schlauen Rich Kids, die können eben rechnen. Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? Die sparen ja dann für mich ein. Blöder Wichser. Hey. Ja, viele gehen nicht in die Ferien, weil sie es sich schlicht nicht leisten können. Laut Bundesamt für Statistik sind rund 750'000 Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Jedes fünfte Kind in unserem Land gilt als arm. Das Thema ist jetzt allerdings wirklich zu wichtig, um es in ein paar Sätze abzuhandeln. Da müssen wir uns dann mal mehr Zeit nehmen. Und man darf auch nicht vergessen, auch die reichen Menschen haben im Alltag ihre Sorgen. In diesem Haus in Zürich trifft der Reichtum zwei Menschen besonders hart. James Regensburger ist millionenfacher Erbe. Ein derart gut betuchtes Leben stellt sowohl für das millionenschwere Einzelkind als auch für seine Partnerin Cassandra eine nie dagewesene Belastung dar. Gut, also habe ich mir ausgesucht, wie viel Cash meine Eltern haben? Nein, Schatz, hast du nicht. Das Erbe auszuschlagen sei für ihren Schatz zwar nie in Frage gekommen. Trotzdem sei die Situation nicht einfach. Andere schauen im Kleiderschrank und wissen sofort, was anziehen. Aber die haben nicht annähernd eine Ahnung, wie das ist, wenn man so eine grosse Selection hat. Entschuldigung, kann ich kurz eine Pause machen? Bitte? Ja, oder das Problem mit der zu grossen Auswahl stellen wir natürlich auch fest bei unseren Liegenschaften. Letztens schreibe ich ihr «Komm heim». Sie meint, das Anwesen entsteht. Ich meine aber die Villa in St. Moritz. Dann haben wir uns verpasst. Oder? Und im Endeffekt erst wieder gesehen, was wir mit dem Helikopter endlich runtergeflogen haben. Oh mein Gott, das war so schlimm. Szenenwechsel in den Dorfkern ihres Hauptwohnsitzes. Wenn Herr und Frau Regensburger von einem Fahrer, dem das Paar einen Zweitjob ermöglicht, zur lokalen Bäckerei chauffiert werden, bedeutet das für den von Tradition geprägten Familienbetrieb in der Regel nur eines, nämlich, dass die Kasse klingelt. Grüezi miteinander. Sind Sie beliebt im Dorf? Ich nehme es irgendwie nicht so wahr, nein. Gipfeli. Und wie viel hätten Sie gern? Einfach alle, die Sie haben. Gott. Ich weiß auch nicht warum. Zurück im Wohnzimmer der Regensburgers. Dass das Paar im sozialen Umfeld nur schwer Anschluss findet, beschäftigt James und Cassandra bis heute jeden Tag. Auch wir sind einfach nur normale Menschen. Ich fühle, es ist einfach auch unfair. Ja, das ist sicher einmal unverhältnismäßig. Gut, wir haben. Ah, super, merci. Ich finde euch eigentlich auch noch wirklich nett. Also. Ja, komm, es wäre der Moment, wo du wieder die Schnur heben kannst. Wer macht zahlt für den Scheiß, oder was? Jetzt Cash. Ja? Sag.